Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny und willkommen zu einem erneuten Video von mir auf diesem Kanal. Also es ist ja schon eine wirklich, wirklich lange Zeit her, dass ich wieder ein normales Commentary gemacht habe und ich dachte, es wird wieder Zeit dazu. Im Hintergrund seht ihr ein COD Ghost Gameplay, wo ich gleich am Anfang weggeholt wurde. Ich habe an diesem Abend noch viel bessere Gameplays erspielt, aber ich fand es einfach so geil, wie wir aufgeholt haben, weil wir waren am Anfang total am Verlieren und irgendwie haben wir so aufgeholt, dank mir natürlich, weil ich so gut gespielt habe dann. Das war einfach ultra, müsst ihr mal gucken. Achtet mal auf diese Zahl unten links, da werdet ihr sehen, die Punktzahl der Gegner und unsere Punktzahl. Was ich aber sagen wollte, und zwar habe ich jetzt lange, lange Zeit kein Commentary mehr gemacht. Ich habe meiste Zeit immer nur Live-Commentaries gemacht, ich weiß selber nicht genau wieso. Aber ich finde einfach, Live-Commentaries machen mir persönlich mehr Spaß als normale Commentaries. Ihr könnt mich ja wissen lassen, was euch besser gefällt und ob ihr auch mehr normale Commentaries sehen wollt. Und ja, ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen, die wollte ich in diesem Video hier erwähnen. Und das erste, was ich erwähnen wollte, und zwar diese eine Sache hat quasi mein Leben verändert. Und zwar ist das hier dieses eine Perk. Und zwar, ich glaube, es heißt Stalker. Ich weiß nicht, ob das unterwegs war oder Stalker. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist es dieses Perk, wo ihr zielt. Und während dem Zielen könnt ihr euch schneller bewegen. Das hat mein komplettes Leben in Ghosts verändert. Ernsthaft. Ich habe in, ich glaube, 5 Spielen, drei oder vier Loki, ich bin mir nicht mehr sicher, erreicht. Weil einfach dieses Perk so gut ist. Und ja, ich habe mich letzte Zeit auch so gewundert, habe auch zum Kumpel gesagt, ja, Digga, irgendwie, ich bin total schlecht geworden in COD und ich verstehe das irgendwie gar nicht, weil ich auch wirklich damals so gut war. Das seht ihr in MW2. Ich meine, MW2 habe ich durchgesuchtet und ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch relativ gut dort, aber auch nicht mehr so gut wie damals. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wieso habe ich mich denn verschlechtert? Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin einfach so unzufrieden mit meinen Gameplays und so weiter und so fort. Ich sterbe immer und so weiter und so fort. Und er gesagt, ja, das ist eine Übungssache. Und ja, es stimmt, auch Call of Duty ist nur eine Übungssache. Also ihr müsst einfach viel zocken. Ihr müsst einfach viel zocken, egal welches Spiel, ob es Battlefield ist, ob es Call of Duty ist. Es ist vollkommen egal, ihr müsst einfach nur spielen, spielen, spielen. Und ihr werdet automatisch besser, automatisch gut. Und das ist das, was ich wirklich weniger gemacht habe. Und ihr, ich habe zum Beispiel gestern den ganzen Abend durchgezockt. Natürlich auch, um besser zu werden. Wenn ich nicht in die Kamera gucke, gucke ich aufs Gameplay, damit ich nichts verpasse. Spiele hier übrigens mit der Honey Badger, irgendwie eine totale Standardwaffe irgendwie. Weiß nicht, aber ist eine geile Waffe, ich mag sie. ja, irgendwie einfach nur üben. Gestern habe ich auch den ganzen Tag gespielt. Und ich bin mittlerweile auch schon besser geworden. Und genau, einfach nur eine Übungssache. Und ich kann euch versprechen, dass ich jetzt auch euch bessere Gameplays bieten werde. Gestern Abend hatte ich so einen geilen Abend, Alter, wenn es ums Gameplays geht. Ich glaube, ich hatte genau. Das war der Moment, als ich wusste, dass diese Klasse so richtig episch ist. Also wirklich dieses Perk so richtig episch ist. Und zwar war das, ich habe auch Verwähler gespielt. Ich habe leider nicht aufgenommen, ich hätte mich erschießen können selber dafür. Aber es war, ich hatte eine 28:0 im Team Deathmatch. War ganz in Ordnung eigentlich, auch mit Loki und so weiter und so fort. Obwohl ich diesen Loki irgendwie nicht so ganz mag irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss sagen, dieser Loki, ich weiß nicht, aber ich finde er nimmt Drogen, ich weiß nicht, aber er ist extrem langsam. Ich mag diese Killstreak nicht ganz so. Aber sie bringt ab und zu mal ein paar Kills, aber ich bin selber noch nicht so gut damit irgendwie, ich weiß selber nicht. Ich finde, da gibt es bessere Killstreaks, aber kann jeder für sich selber entscheiden. Ich werde sie auf jeden Fall nicht so oft mitnehmen. Und ich hatte ein 28:0, Leute, ein 28:0. Und ich habe mich wirklich sowas von gefreut und dann sehe ich, oh, die Aufnahme war gar nicht an. Ja gut, dann habe ich das einfach hingenommen, ohne mich weiterhin zu ärgern, weil ich weiß nicht. Wenn die Klasse wirklich so gut ist, dann hätte ich in den nächsten Gameplays auch so gut spielen müssen. Und das habe ich dann aber auch getan. Und genau, jetzt schaut euch mal an, wie die Gegner stehen. Sie stehen 33 zu 22. Also wir haben 220 Punkte, sie haben 33. Das wird noch so krass. Schaut euch mal an, wie ich gleich spiele. Am Anfang habe ich nicht so gut gespielt. Ihr seht, ich habe 8 Tode. Aber dieses Gameplay reicht aus einem anderen Grund hoch. Und zwar wegen dem Late Game. Das war wesentlich interessanter. Werdet ihr aber auch gleich sehen. Genau, was gibt's noch zu sagen? Genau. Ich will ja jetzt mehr Commentaries machen. Und ja, also ich weiß nicht, aber ich will wirklich, wirklich, wirklich wieder mehr Commentaries machen. Vor allem, da ich jetzt wieder mehr zocke, spiele ich auch mehr Gameplays. Das Problem war, dass ich damals immer Gast-Gameplays nehmen musste. Und ich persönlich, ich weiß nicht, aber ich mag es, keine Gast-Gameplays zu nehmen. Ich persönlich mag es immer, meine eigenen Gameplays zu nehmen. Vor allem auch nicht nur wegen der Qualität, weil die Gast-Gameplay-Qualität nicht immer so ist, wie man sich vorstellt. Aber nicht nur deswegen, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Einfach, weil ich persönlich mir sage, ich will keine Sachen von anderen nehmen und da die irgendwie monetarisieren. Ich weiß nicht, ich mag das, ich kann das, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht. Das war auch damals, ich habe damals mal die Top 5 Troll Clips gemacht oder sowas.
Vielleicht irgendwann, wenn ich drüber hinwegkomme, mache ich die ja mal wieder. Aber ich muss sagen, Leute, dass im Moment bin ich echt so der Meinung, ich will einfach meine eigenen Sachen machen, meine eigenen Gameplays haben und so weiter und so fort. Ich will keine Sachen von anderen nehmen. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen und außerdem ist die Qualität auch besser. Deswegen freue ich mich wieder, dass ich jetzt mehr zocke. Auch COD Ghost, was viele, viele von euch ja nicht mögen. Aber ich muss sagen, seitdem dieses Map-Pack hier draußen ist, gefällt es mir relativ gut. Und ich zocke auch COD Ghost eigentlich fast jeden Abend mehrere Stunden. Vor allem, wenn ich mit einem Freund rede oder keine Ahnung was, dann bin ich immer nebenbei am Zocken. Und hier fängt es an. Hier fängt es quasi an. Ich bekomme meinen Hind. Den aktiviere ich, dann bekomme ich meinen Loki und dann geht es richtig ab. Hier gab es auch eine Szene hier, eine extrem geile Szene, wo ich die alle hintereinander weggeholt habe. Ich finde persönlich auch ein gutes Gameplay. Zeichnet sich nicht darin aus, dass man irgendwie ein 40:0 hat. Das ist Unsinn. Ich finde, ein gutes Gameplay ist das Movement. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Weil ich bin mir sicher, ich könnte in einer Stelle richtig lange patrouillieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Also immer von da hin, nach da gehen, und nicht um die ganze Map nur patrouillieren. Da würde ich einen besseren Score erreichen als den hier, denke ich. Aber es wäre niemals auch nur annähernd unterhaltsam, bin ich mir sicher. Ich glaube, ihr kennt ja diese 100-Plus-Gameplays auch von damals, immer mit diesen selben Killstreaks, immer mit demselben Patrouillieren, immer mit diesem Spawn-Trapping und so weiter und so fort. Davon bin ich nicht der Fan, aber ich muss sagen, wenn man das macht, hat man eine bessere KD. Das ist einfach so. Ist wirklich Tatsache. Genau, was gibt es noch zu sagen? Das Gameplay nähert sich auch dem Ende zu, aber ich will nicht aufhören zu reden, deswegen rede ich einfach mal weiter. Und zwar will ich eine Frage- und Antworten-Serie aufmachen. Es ist nichts Besonderes, ich weiß, aber es lohnt sich einfach immer, vor allem wenn man kein Commentary-Thema hat, was ich zum Beispiel nicht immer habe. Ich bin nicht der Beste in Commentaries, muss ich ja auch wirklich zugeben. Deswegen will ich eine Frage- und Antwort-Videoserie machen. Ich weiß nicht genau, wie ich sie nenne, aber ich denke, ich nenne sie so richtig einfallslos, Frag Danny oder sowas. Dort könnt ihr mir Fragen stellen zu allen Sachen, die es eigentlich quasi gibt bei mir. Ja, natürlich, jetzt kommen die nächsten 6 Fragen und hier habe ich einen schönen Dreifachabschluss bekommen. So läuft es, das will ich sehen. Genau. Ihr könnt mir eigentlich zu allem Fragen stellen. Ich weiß, jetzt kommen übel viele 6 Fragen und sowas, aber wirklich zu allem. Also seid da nicht so, ich weiß nicht, so unkreativ, wenn es um die Fragen geht. Weil ich kann wirklich zu, weiß nicht, zu allem eigentlich. Ich bin zu allem offen. Außer zu, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Ich weiß gar nicht, zu was bin ich nicht offen eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr müsst wirklich, wirklich üben, um gut zu sein. Und das betrifft auch nicht nur Call of Duty, das betrifft so, so viele Sachen. Das betrifft, egal was ihr macht, ob es Fußball ist, also jetzt im echten Leben, also real life. Weiß jemand, was es ist? Nee, ne? Ich glaube, in meiner Gemeinde wissen die Leute nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, aber ich habe mal gehört, dass sowas existiert. Real life, da müsst ihr auch üben, bei jedem Scheiß, dann werdet ihr erst gut, weil, ja, es ist einfach so, man muss in jedem Scheiß üben, auch in Call of Duty. Obwohl ich dachte, ja, Call of Duty, ich habe Talent dazu, es bringt euch nichts. Wenn ihr Talent habt, ihr müsst trotzdem üben, immer. Trotzdem müsst ihr üben. Zum Beispiel, sagen wir mal Fußball. Jemand hat Talent, übt aber weniger als der andere, dann bringt ihm das trotzdem nichts, wenn er weniger übt. Deswegen immer schön üben, 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 nicht aufhören und ihr werdet besser. Genauso wie ich hier in COD wieder. Und genau, das Gameplay neigt ja auch langsam dem Ende zu. Schaut euch mal den Score an. Wir haben sogar gewonnen. Ich wollte noch irgendwas sagen, irgendwas zu Battlefield Hardline. Dieses neue Battlefield wollte ich dazu, was dazu sagen. Und zum neuen Call of Duty, wegen der Trailer-Analyse. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die mal sehen wollt. Und genau, stellt mir einfach für Fragen. Wollt ihr mehr von diesen Commentaries hier sehen mit Frag Danny und so weiter und so fort? Dann, ja, stellt mir erstmal die Frage in die Kommentare. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen und sage wie immer nur noch 3, 2, 1.